Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Special oder besser gesagt zu einer kleinen Ankündigung, wieder mal zu einem kleinen Video, wo ich denn euch heute mal ein paar kleine Antworten gebe auf viele Fragen, die ihr mir gestellt habt, beziehungsweise auf eine wichtige Frage, nämlich: Wann werde ich mal wieder gegen euch ein kleines Match machen? Es gibt jetzt viele, die in den letzten Wochen mir geschrieben haben, wieder: Mensch, wir würden gerne mal gegen den A-Crip spielen, also gegen mich, ne? Und da habe ich mir gedacht, okay, damit wir Siedler 5 dann auch hinkriegen, machen wir das mal. Ich versuche das jetzt mal etwas häufiger in den Griff zu kriegen, dass ich etwas häufiger gegen euch spielen kann oder auch mit euch. Es wird nicht immer ein 1 gegen 1, es werden auch öfter mal Spiele sein, wo man dann halt so mehreren ist, so zu viert. Das finde ich auch irgendwie schöner, als wenn man so ein 1 gegen 1 ist. Es ist doch sehr trocken im PvP, finde ich. Also so ein bisschen mit Teams, das macht schon mehr Spaß. Und ich hoffe, auch ihr habt Spaß daran. Wenn es dem so ist, dann wird da nichts im Wege stehen. Das andere, worauf ich erstmal eingehen werde, ist, wie überhaupt man Siedler 5 noch online spielen kann. Es gibt nämlich ein paar kleine Problemchen. Und zwar, dass Siedler 5 ja immer eine Sache ist, die man schwer im Online-Modus spielen kann. Das hängt damit zusammen, dass es von Ubisoft irgendwie damals noch nicht so doll durchdacht worden war oder was auch immer. Es gibt auf jeden Fall zwei Möglichkeiten. Über ubi.com, das ist, wenn ihr Siedler direkt startet, über das Fanstar, ganz normal, entweder Nebelreich, Legenden oder das ganz normale Spiel, könnt ihr dann direkt das finden, was ihr braucht, nämlich eine Schaltfläche in der Mitte, da steht drauf ubi.com, da klickt ihr drauf, könnt euch dann mit E-Mail und Nutzernamen einen eigenen Account sozusagen kreieren und könnt dann gegen andere spielen. Dafür braucht ihr allerdings dann noch zwei Voraussetzungen, nämlich erstens müsst ihr updaten auf das neueste Update, nämlich 1.06.18, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ist es sowas in dem Dreh oder 06. Also 1.06.16, irgendwie sowas in dem Dreh ist das. Findet ihr auf jeden Fall einfach bei Google eingeben, Siedler 5 Update 1.06, dann findet ihr automatisch das Neueste. Was ihr auch noch braucht, ist etwas anderes, nämlich die Server werden derzeit aus irgendwelchen Gründen nicht mehr angezeigt und da gibt es für einen Fix. Diesen Fix, der wurde von ein paar fixen Jungs entworfen, die haben sich das Ganze dann mal gedacht, wir fummeln mal ein bisschen in der Registry rum und bauen da mal den Link wieder richtig ein, dass man die jetzt auch wieder sieht. Funktioniert auch wunderbar bei Nebelreich, Legenden und Grundversion habe ich schon getestet. Die ladet ihr runter. Ich habe hier euch einmal bling 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 ein kleines Video eingeklinkt. Dort findet ihr dann die Anleitung, wie das geht. Es geht eigentlich ganz einfach, ihr müsst einfach runterladen und öffnen. Hier ist es dann nochmal schön erklärt. Und falls das Video aus irgendwelchen Gründen nicht mehr da sein sollte oder der Download-Link pling, hier gibt es auch nochmal die Datei direkt für euch zu holen. Wie gesagt, einfach runterladen, installieren und keine Angst, keine Viren drin. Das ist schon mal ganz entspannt. Jo, dann seid ihr bei ubi.com drin, habt alles soweit, seht hoffentlich die 5 verschiedenen Server wieder, wo ihr reingekommt, die Spielräume. Und dann ist die nächste Sache, ja, es müsste ja jemand hosten. Einer von denen, die spielen wollen, wenn ihr untereinander spielen wollt, müsste hosten können. Das ist auch wieder eine etwas schwierigere Sache, allerdings normalerweise kein großes Problem. Kommt auf euren Router an und eure Internetleitung und euren Internetanbieter. Wenn ihr Kabel Deutschland habt, wird es sehr schwierig. Das heißt, dann fallt ihr fast raus, weil bei Kabel Deutschland nicht die Möglichkeit ist wohl, habe ich zumindest am eigenen Leibe erfahren, dass man dann keine Spiele hosten kann von Siedler, was ein wenig merkwürdig ist, aber kann ich nichts für. Ansonsten solltet ihr einfach versuchen, in eure Fritzbox zu gehen oder auch in eure Internetbox, die ihr sonst habt, falls sie nicht von Fritz ist, euch einfach einloggen. Und da werde ich euch gleich auch nochmal erzählen, ihr müsst dann ein paar Ports freischalten, da werde ich jetzt gleich einen kleinen Einblender hier haben. Und da wird dann alles Wichtige so drin sein. Ja, um die Ports freizuschalten, meldet ihr euch in eurer Box an. Das ist dann hier zum Beispiel, bei mir ist das eine Fritzbox. Ich habe das mir jetzt mal so ein bisschen ausgeschnitten, dass man das nicht sieht. Bei mir sind die schon eingestellt, S5A und S5B. Das sollten so die Standardgeschichten sein. Und da müsst ihr dann darauf achten, dass ihr einmal ein TCP-Protokoll und einmal ein UDP-Protokoll erstellt für jeweils den Port 7073. An eurem PC. Ich gehe da jetzt einfach mal auf neue Portfreigabe, um das euch mal zu zeigen, wie das geht. Da sagt ihr Portfreigabe aktiv für. Ihr sagt hier auf andere Anwendung. Dann könnt ihr hier eine Bezeichnung eingeben, die ist völlig Wurst. Könnt ihr euch was ausdenken. Protokoll TCP.
fangt ihr damit an. Danach erstellt ihr gleich eins an UDP und dann gebt ihr hier halt 17073 an eurem PC. Das ist dann hier eure IP-Adresse, die ihr hier seht. Bei mir ist das diese. Falls ihr eure nicht wisst, ach ja, genau, hier, ne, von Bord an Bord, da gebt ihr halt auch ein 0703. Und hier oben natürlich auch 7073. So, wenn ich mich nicht großartig irre, ich gucke nochmal in der anderen rein, aber das müsste eigentlich genauso gewesen sein. So, 7073, bla 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 bla. Perfekt. Ja, dann sagt ihr okay, falls ihr eure Dingsbums IP-Adresse nicht wisst, müsstet ihr eigentlich recht entspannt sehen können, wenn ihr nicht einfach im Internet guckt, hier bei, also bei eurer Box auf Internet, auf eure Übersicht bei den angeschlossenen Geräten, da müsste euer Gerät dann auch dabei sein. Da seht ihr dann auch gleich die IP-Adresse, die ihr habt. Ja, viel mehr ist es eigentlich nicht und danach solltet ihr ein Spiel hosten können. Falls nicht, sucht ihr euch irgendwen anders, der es kann. So sieht es auf jeden Fall in etwa aus. So, ne? Und so. Wollte ich hier nur mal gesagt haben. Jo, dann habt ihr also alle Ports erstellt. Dann müsst ihr das über ubi.com wunderbar funktionieren im Normalfall. Ihr müsst halt wirklich die Voraussetzungen haben, alle die gleiche Spielversion. Ihr müsst, einer muss halt hosten können und dann ist das kein Problem. Die andere Variante, etwas einfacher, ist über Game Ranger. Game Ranger ist ein Programm, könnt ihr runterladen auf chip.de zum Beispiel. Und auch dafür bringe ich euch gleich einen kleinen Einspieler, damit ihr das nochmal direkt seht. Ja, Game Ranger, das Programm, das könnt ihr am besten natürlich, wenn ihr es sicher runterladen wollt, direkt bei chip.de downloaden. Das ist ja so immer der Weg, der sich wirklich am besten empfiehlt. Hier seht ihr dann auch, müsst ihr nur bei Google suchen, Game Ranger, und dann könnt ihr hier runter scrollen, seht ihr schon Download und so weiter und so fort. Seht ihr auch gleich Teamspeak und alles andere, was man noch dazu gebrauchen könnte. Ist recht simpel zu installieren. Wenn das Ganze dann installiert ist, sieht das folgendermaßen aus. Ich gehe da mal gleich rein. Flupp. Wenn das dann gestartet ist, seht ihr hier eine große Reihe von Räumen, wo halt alle möglichen Spiele sind, die auch auf eurem PC installiert sind. Ist natürlich recht tricky, weil das natürlich hier tatsächlich auf sämtliche Spiele eures PCs zugreift. Und wenn ihr gegen Leute spielen würdet, ihr könnt ihr einfach auf eine Freundesliste erstellen, da könnt ihr Leute hinzufügen. Und wenn ihr dann Lust habt, dann könnt ihr ein Game hosten. Habt hier die freie Auswahl zwischen allen Spielen, die auf eurem PC installiert sind. Das sind bei mir schon eine ganze Menge. Naja, da geht noch mehr. Und dann könnt ihr hier dann auch die maximale Spieleranzahl einstellen. Description, wenn ihr wollt, Passwort möglicherweise, falls ihr möchtet. Das ist natürlich ganz gut, wenn ihr nur gegen Freunde spielen wollt. Und dann steht hier auch Allow Friends Only. Dann können auch nur Leute aus eurer Freundesliste beitreten. Dort könnt ihr so alles machen. Dann seht ihr hier also halt Spiel einstellen, was auch immer. Da stellt ihr dann halt zum Beispiel Settlers 5 ein, Heritage of Kings Expansion, das Nebelvolk in diesem Fall. Dann können wir hier, sagen wir mal, 3 Spieler. Und dann sagt man okay. Und dann würde dafür ein Raum eingestellt werden. Das mache ich jetzt aber mal nicht, weil sonst greifen dann womöglich gleich 3 Leute drauf zu. Und dann muss ich denen wieder sagen, nö, doch nicht. So geht das auf jeden Fall. Dann startet bei allen Leuten gleichzeitig das Spiel. Und ihr könnt dann ganz normal über den Multiplayer-Modus, ich kann das ja, komm, ich mach das mal, ich sag mal Allow Friends Only, dann sagt er blub blub und dann sagt er hier Room Loading und dann loadet der hier ganz fröhlich. Dann kommt noch ein kleiner Werbespot vorweg, startet in 3, 2, 1, so, und dann kann man diese Werbung hier auch theoretisch überspringen. So, dann ist dieser Raum hier auf und dann kann man hier warten, bis alle Leute beigetreten sind und dann irgendwann müsste man, sobald die Leute da sind, müsste man eigentlich nur starten. Ich kann jetzt schon starten, aber steht not enough players. Sollten dann genügend irgendwann da sein. Ich sage jetzt hier, ich close jetzt einfach den Room und dann ist Schluss. Sollten irgendwann genügend Spieler da sein, dann kann man das Spiel starten. Das startet auf einen Rechner gleichzeitig und dann kann man ganz normal eine Karte im Multiplayer-Modus direkt auswählen, so wie über LAN. Das heißt, ihr geht über den LAN-Modus im Prinzip. Ja, ist sozusagen die etwas einfachere Geschichte im Vergleich zu Hamachi, was ja früher auch sehr adäquat war. Ja, so funktioniert das mit Game Ranger dann. Und alles funktioniert dann auch hoffentlich wunderbar. Sollte es zumindest.
Dann könnt ihr dort direkt über das LAN-Menü dann mit euren Freunden dann auch ein Spiel eröffnen und eine Runde spielen. Ist auch entspannt. Ich weiß nicht, inwiefern das anders ist. Es gibt Lag, mal mehr Lags, mal weniger Lags. Das ist halt so eine Sache damit. Game Ranger ist halt eine Version. Ich weiß nicht, inwieweit das natürlich auch den PC ausspioniert oder was auch immer. Müsst ihr selber entscheiden, ob das für euch okay ist. Aber bislang hatte ich keine großen Probleme mit, habe es aber auch nicht oft genutzt, muss ich sagen. Ich spiele lieber über ubi.com, muss ich auch sagen. Ist halt der von Ubisoft angebotene Server und von daher nutze ich den auch. Wenn ihr denn gegen mich spielen wollt, gibt es dafür jetzt auch eine Neuerung und zwar taucht die jetzt hier oben auf. Ja, da findet ihr dann meinen neuen Account, nämlich auf Twitter. Und ich habe mir deswegen auch gedacht, Twitter, ich brauche mal Twitter, denn dann kann ich euch etwas exakter informieren, nicht immer nur über irgendwelche Ankündigungsvideos, so wie jetzt, sondern kann auch einfach mal was posten, kling, kling, kling. Zum Beispiel, wenn ich gerade spontan Zeit habe und Lust habe auf ein Siedlermatch, dann schreibe ich, ich hätte heute Zeit von 16 bis 18 Uhr oder wie wäre es morgen ab 8 Uhr abends und dann könnt ihr alle retweeten oder Antworten schreiben oder wie auch immer und dann treffen wir uns im Teamspeak-Server oder bei Skype, am besten irgendwo bei Teamspeak, wo ich dann noch einen guten Server wieder ausfindig machen werde, hoffentlich, wo wir dann alle drauf können, public. Da gibt es ja bestimmt irgendwelche schönen auch wieder. Es werden mir auch gerne immer Server angeboten. Ich weiß natürlich nicht, wie es dann ist, wenn eine größere Gruppe dann auch von Leuten immer mal wieder drauf zugreift. Das ist natürlich auch so eine Sache. Aber an sich können wir uns dann sozusagen über Twitter ein wenig abstimmen. Ich werde dann das sagen. Ihr werdet es hoffentlich erfahren. Es wird halt recht kurzfristig sein, weil ich möchte nicht lange dann drauf hin planen, weil meine Tagesplanung ändert sich eigentlich ständig. Und wenn ich heute für in 3 Tagen plane, hat sich das in einem Tag schon wieder komplett geändert. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig für mich dann auch so weit vom Voraus zu planen. Dann bin ich lieber etwas kurzfristiger. Und ich hoffe einfach, dass euch die Möglichkeit so dann gefällt und dass wir dadurch dann auch ein paar Spiele zustande kriegen. Falls noch Fragen sind, unten in den Kommentaren, sonst Daumen drauf. Wenn euch dieses Video gefallen hat, natürlich sowieso. Wenn Leute auch noch in eurem Bekanntenkreis Siedler spielen wollen, nicht wissen, wie es funktioniert, auch gerne dieses Video weiter teilen und auch sonst, wenn ihr gerne noch weiterspielen wollt, immer weiter teilen. Ich habe mich schon wieder schön verausgabt heute für euch und ich hoffe mal, dass ich heute auch mit der Schnittarbeit das alles gut hinkriege, weil ich möchte das ja auch mal ein bisschen aufwendiger machen, dass ihr nicht immer nur so einen Durchlauf habt, sondern auch so ein bisschen was dahinter, ne? Also wie gesagt, ich hoffe, es hat gefallen. Lasst mir eure Kommentare da und wir sehen uns dann beim nächsten Video im Let's Play wieder oder auch schon irgendwo bei einem Match. Bis dahin, macht es gut.